get no sleep last night, I'm late. But time will tell, yo. Said if you love me, why would you? Mit so Michael Jordan, Jordan. I don't know myself, yo. That one there is a work of art, but cannot. Was geht, Freunde? Wir sind hier. Wir machen jetzt ein kleines spontanes Blind Date on Stream, ja, mit einem Special Guest, der gerade hier spontan dazugestoßen ist. Mein Bruder. Ist eigentlich immer schon der Name, ne? Lasst dem Video ein Like, einen Kommentar, ein Abo da, kommt in die Streams, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, stellt euch einfach mal vor. Baby. Bruder, kannst du drehen, mach dein Ding so. Ich kann aber meinen Namen nicht sagen. Ja, kannst du nicht. Du kannst deinen Namen sagen, weil er nicht. Okay. Weil er sieht dich, du siehst ihn nicht. Ja, komm. Obviously. Okay. Hi. Hi. Willst du dich kurz, wie alt bist du? Ich bin 26. Du bist 26? Wie alt bist du? Ich bin auch 26. Auch 26? Yes. Also ich bin Bella, by the way. Hi. Hi, freut mich. Ich bin irgendwer, ja. Okay, cool. Auch schön. Ja. Wo kommst du her? Ich komme aus Frankfurt, actually. Aus Frankfurt? Mein Bruder! Krass, okay. Ja, du? Ursprünglich aus Leipzig, aber ich wohne in Köln. In Köln? Ja. Yes. Okay. Yes. Okay, nice. Da bin ich aber öfters. Echt? Ja, ja. Was machst du beruflich? Ich bin Erzieher in einem Kindergarten. Als ob! Was nochmal? Erzieher? Genau, ich arbeite in einem Kindergarten. Das glaube ich dir nicht. Wieso nicht, hä? Weiß nicht. Aber warum denn? Also, er lacht so. Ich weiß nicht, das ist so. Ich freue mich voll hier zu sein. Und, ja. Ah, ja, okay. Ist mein erstes Mal. So, das ist auch eine Lüge, safe. Okay. Doch, ehrlich, also ist mein erstes Mal in Daniel seinem Stream. Ah, okay, ja, in Daniels Stream. Ich hatte ihn noch nie hier. Machst du was mit Social Media? Auch. Auch? Auch, ja. Okay. Nebenbei. Ja. Okay. So, ja. Wie groß bist du? Was meinst du? Also 9 cm. Daniel, ich weiß schon, wer es ist, Digga. warte, ja, okay. Ich bin 1,95. 1,5? Warte mal. Wie groß bist du? 1,95. Lüge. Stell mir wie groß bist du? 1,70. Steh auf. Mach mal einen Größenvergleich. Ja, witzig, ich sehe nicht. Ja, er will sehen, ja. Das kannst du ja hier so einfach abtasten. Schon alleine das hier. Ich weiß genau. Ja, okay, du bist aber schon groß. Ja, ja, okay. Ist auch. Ja. 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 Okay, wo kann ich mich hinsetzen? Was meinst du hier? Okay. Okay. Was meinten die? Ja, was? Komm, okay. Ja, okay. Konrad, wie viel hast du gefickt? Also Bodycount, ja? Ja, Bodycount. Also mein Bodycount. Dein Bodycount? Mein Bodycount. Oha, das dauert lange. Ja, ich muss überlegen. Zählt auch Familie? So? Oha! Okay, mach mal nicht auf den. Ne, sag so, jetzt. Ja, ernst. Ja, keine Ahnung, so 40, 50, so. Ja. Was macht das mit dir? Und ja, das ekelt schon. Frauen 5. So. Was? Frauen 5, so. Perfekt. Warte mal, was hast du gerade gesagt? Ekelt dich an? Ja, schon ein bisschen. Echt, wie hoch ist dein Bodycount? 5. 5? Ja. Ah, okay. Warst du immer mit denen in einer Beziehung? Ja. Achso, du hattest außerhalb einer Beziehung noch Nein. nicht Sex gehabt? Oha, als ob das jetzt wirklich abhören, aber mach mal, ey. Ich hab was verpasst. Tschüss. Ohne Sinn. Ich hab was gesucht gerade. Damit ich mich besser fühle. Ohne Sinn. Wow, jetzt fühle ich mich echt scheiße. Jetzt fühle ich mich ja, echt kacke. Ja, aber ist doch, ja. Also, und du bist, seit wann bist du Single? Schon 2,5 Jahre. Warum? Ich wurde sehr oft verletzt. Warum lass ihn aus, der Arme. Vielleicht schütte ich gerade mein Herz aus. Ja, klar. Ich wurde sehr oft verletzt, so, und ja. Von den Frauen. Also von den Frauen, tatsächlich, ja. Okay, ja. Okay. Und ja, deswegen, ich hab ein bisschen Angst, mich zu binden. Okay, kann ich verstehen. Ja. Wenn man verletzt wird, ist ja nicht schön so. Ja. Bist du das? Wie fühlt sich seine Hand an? Das wird weich, nicht schon übel weich. Echt? Ohne Witz. Ja? Ja. Am Ende ist das so deine. Nee, das war mein Handy. Okay, ja, schon weiß. Okay, wie fühlt sich meine Hand an? Oh mein Gott! Was hab ich angefangen? Nix, meine Hand. Oh mein Gott! Hier, Junge. Auch weiß. Ticker, muss. Boah, ich hab gerade richtig Angst gehabt, ne? Du hast, weißt du, das Ding ist. Ticker. Oh mein Gott. Lol. Okay, könntet ihr ja alles mit mir machen, ne? Ich sehe ja. Nein, deswegen so. Ja, ich wollte gerade ja, okay. So aus Spaß, so, weißt du? Wir sind live, deswegen können wir das. Digga! Ah, ja, okay. Ich hab gerade selber Angst. Oh, ich bin das. Okay, Hilfe. Ja, gut, was suchst du denn in einer Frau? Wie, was suchst du denn in einer Frau? Was gute Frage, du gute Frau? Frage von mir. Was ich in einer Frau suche? Yes. Eine rechte Hand,
Cool, eine rechte Hand. Eine andere rechte Hand, okay. Ja, eine zweite rechte Hand, okay. Ja, das hat man jetzt ein bisschen falsch verstanden. Nee, jemand der mich supportet in dem, was ich mache, dessen Ziele meine Ziele sind. Oh, das hast du aber schön gesagt. Ja. Was bietest du einer Frau? Was ich biete? Mhm. Boah, Digga. Also so meine Charakterstärken jetzt, was? Naja, ich bin sehr liebevoll. Ich bin, Bist du ein Kuschler? Ich bin auch ein Kuschler, ja. Mhm. Aber es bleibt meistens nicht beim Kuscheln. Also mir fällt das echt schwer. Ich bin süchtig. Ich habe eine Sucht. Ah ja. Ja. Nach was süchtig? Bist du schon in Therapie? Ich war mal in Therapie. Echt? Also ich habe mal so Telefonate auf jeden Fall geführt. Echt? So ernst. Krank. Crazy. Ernst, ja. Kannst du sowas nachvollziehen oder? Sorry, da kam das wieder. Das kommt einfach so manchmal. Scheiße, Alter. Digga, so, ich hab mich auch erschrocken, ja? Ich hab richtig Schock gekriegt. Oh mein Gott. Nee, nachvollziehen kann ich es jetzt nicht so. Aber jedem das Deine. Also ich würde natürlich gerne mit dir in Therapie gehen. Okay. Ab wann kommt der Zeitpunkt, wo du sagst, ey, den Typen, mit dem steige ich ins Bett jetzt bei dir? Erst wenn man mich fragt, ob ich, wenn man in einer festen Beziehung ist. Willst du mit mir zusammen sein? Ich liebe dich. Oh, oha! Oha! So mach mal hier! Ich hab einen Ring dabei. Scheiße. Aber ey, selbst dann, ohne Witz, ich habe auch schon, selbst nachdem man in einer Beziehung ist, habe ich dann auch schon 4 Monate noch gewartet, um mit meinem Freund dann... Alter, Bruder, ich habe auch schon 7 Monate gewartet. Laber. Doch, ernst. Bei wie, Digga, stell dir vor, du kommst mit einer zusammen und wartest 7 Monate. Sie war Jungfrau und ich habe das respektiert. Alter. Oha! So. Ich habe sie geliebt. Krass. Das ist cool. Sowas musst du dir aufschreiben, ernst. Wer sagt, dass er das nicht auch mit dir schafft? Verstehst du? Aber sie ist mir halt fremd gegangen. Oha, wirklich jetzt? Ja, ernst. Oh mein Gott. Ja, mir wurde öfters fremd gegangen. Also von mehreren Frauen. Hä? Real Talk. Aber warum? Hast du mit denen geredet? Also woran es dann lag so? Nee, oder? Ich hab mich distanziert. Ja, okay, ich hab Schluss gemacht. Aber hä? Was willst du da mit denen reden? Du sagst ihnen, du Mama verpiss dich. Ja. Ja, aber man kann ja vielleicht trotzdem, also ich verstehe das, ja, aber man kann ja vielleicht trotzdem noch so hinterfragen, woran es gelegen hat. Weil, wisst ihr, manchmal ist es halt so, man muss ja nicht, also vielleicht ist es ja so, dass man irgendwie nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat. Nicht, dass das irgendwas rechtfertigt, um Gottes Willen, niemals, man sollte niemals betrügen. Aber vielleicht hätte man dann einfach nochmal so ein Gespräch führen können, warum. Ja, ja. Also aber bei der ersten war es so, ich glaube, weil sie zu viel Aufmerksamkeit von mir bekommen hat, so. Ah, krass. Weißt du? Und, okay. Also ich habe sie sehr verwöhnt, so wirklich. Das war dieses maximale Princess-Treatment. Oh, süß. Ja, voll. Aber das wurde dann irgendwann nicht mehr geschätzt, weißt du? Ich habe eine Frage in die Runde. Ja. Ja. Guck mal, ich weiß nicht, wie offen seid ihr so mit dem Internet? Würdet ihr zusammen eine Porno drehen nur für euch? Boah, ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt hier so beantworten kann. Ja. Also ich habe sowas mal gemacht und ja, also hast für einen, du? Für einen selber so. Ja. Ich habe sogar mal was hochgeladen. Auch, ja. Was? Das hä? Kranke Story. Wo kann man das denn sehen? Kann man das noch sehen? Ich schwöre. Schick rüber, Lied, Junge! Hä? Ihr findet das doch alles, nein, oder? Nein, ihr findet das nie. Was? Such! Nie im Leben sucht. Findet ihr das. Man sieht mein Gesicht ähnlich. Echt? Ja. Das war so. Hast du so Maske angehabt? Ja, das war warum? So POV. So eine Remus Tango-Maske. Ich war jung und dumm. Ach, krass. Aber das war mein erstes virales Video, Digga. Das hat auf PH hat das fast 1 Million Views gemacht. Digga. Was? Was? Ernst. Digga, wie gut warst du denn aber? Ah, das war schon crazy. Echt? Aber warum er? Ist das dann nicht die Frau, wenn er nur POV hat? Ja gut, ja, er muss ja auch irgendwie so, weißt du, abliefern. Ja. Ah, okay. Auf den. Ja, okay, fair. Hä, wie krass, aber wusste ich gar nicht, ne? Ja, das ist, hier kommen komische Sachen gerade. Okay, das hat sich so direkt aber hinterher. Aber ich bin ehrlich. Wir stehen jetzt zu OnlyFans und direkt hinterher die Frage. OnlyFans? Oh, OnlyFans? Würdest du machen? Ich will bald anfangen, Digga. Deswegen im Chat, dass ihr Bescheid wisst, ich fange bald an. Im Chat, ne? Der meint's ernst, also. Der macht keinen Spaß. Also du. Ja, ich. Aber also ich will jetzt nicht mein bestes Stück zeigen. So. Aber mit anderen Frauen und so, das wird schon cool. Shooten wir dann mal aber zusammen? Ganz kurz. Können wir machen. Ey, ganz kurz. Wenn du... Gott, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Wir wollen uns gerade was küssen. Nein, nichts mit dir. Oh mein Gott, okay. Hast du Homies weiter oder irgendjemand? Ich hab eben noch einen Schatz gelöscht. Nein, aber ich hab eben halt noch Burger King gegessen. Also, ich hab kaum, wie es da war. Ja. Oh, gib mal bitte. Echt? Mhm. Ja, bitte gib ihr auch 2. Mach Hand auf. Chillig. Danke. Ich lasse euch alleine, macht keine Scheiße, ja? Ja, wir machen ich kann eh nicht du. Sehen. Ja, eben du mach siehst. Keine Scheiße. Ich mach gar nichts. Siehst du nichts unten durch? Nein, ich sehe gar nichts. Ey, lass meine Frau in Ruhe, okay? Oha, bitte streitet. Ey, jetzt hat sich noch nie jemand um mich geprügelt. Macht mal bitte. Ja? Spaß.
Stehst du auf sowas? Nein, bitte nicht. Nein, ja. Was? Auf was? Alles gut. Wo waren wir? Wir waren bei... Bei deiner... Entschuldigung. Du wusst gar nicht, was hier unter dem Tisch abgeht, Chad. Was hast du für eine Schuhgröße? Das ist eine gute Frage. In hohen Schuhen 38, in normalen Schuhen 39. Ja, nehm ich mit, Diggi. Das ist kein Bellen, das ist so mein Siegesruf. Ach so. Nehm ich mit. So. Sag ich so, wie es ist. Dann sag ich nicht nein. Du dumm Kopf. Willst du ein oder zwei? Daniel ist sehr leise. Daniel ist aber auch... Ganz hinten, Alter. Schmatzt Daniel. Jemand von euch? Nee, ne? Ich hab wirklich nicht. Cody schmatzt nur beim Schmatzelutschen. Nee, was du gefragt hast. Was hab ich gefragt? Was das letzte war, ist, was ich denn so mitbringe, weißt du? Ah ja, stimmt. Das war deine Frage. Mhm. Ich bin sehr aufmerksamer Zuhörer. Okay. Ja, das hab ich ja gerade bewiesen, würde ich sagen. Ich bin kein Reder, ich bin ein Macher. Weißt du? Oh, das ist stark. Lasse auf jeden Fall so cool ist das auch nicht. Das ist cool, Daniel. Du bist aber auch einer. Achtung. Aber ich weiß nicht, auf wen ich sauer sein soll von euch beiden. Warum denn? Ich dachte, du bist so offen. Ja. Einerseits gönne ich dir, aber andererseits gönne ich auch gar nicht so. Stehst du die ganze Zeit? Ja. Okay. Warum habt ihr jetzt gerade eingeschlagen? Egal. Okay, ich frage mich jetzt hier gar nichts mehr. Okay. Ja, das klingt doch aber ganz nice. Also, Macher wichtig. Ja. Boah. Digga. Ja, hau raus. Okay. Yeah. Macher wichtig. Danke. Guter Zuhörer auch. Hm? Könntest du dir vorstellen, für mich in eine andere Stadt zu ziehen? Oder mit mir? Zum Beispiel? Naja, Köln. Ja. Würdest du? Ja, würde ich. Wirklich jetzt? Ich würde unnormal. Tschüss! Also wir reden vom Umziehen, ne? Ja, also genau. Vom okay, so, umziehen. Cool, ja. Okay. Andere Stadt. Ja, umziehen, ausziehen, egal was du willst. Also ich würde alles erzählen. Oha, was ist, wenn ich Princess Treatment möchte? Was ist für dich Princess Treatment? Tür aufhalten, sowohl beim Auto als auch bei. Das sind die Kleinigkeiten, würde ich sagen. Ja, voll! Ja, es sind die Kleinigkeiten. Du hast gerade die Tür aufgemacht, ne? Ich habe den Witz so gemerkt. Oh, so ein Gentleman, Digga. Oder sollen wir Plätze tauschen? Hält Blumen. Du schmatzt unnormal. Übel, sorry, ne? Sorry, oh mein Gott, ich war gerade. Okay, ich kenne mich ja sehr gut mit Psychologie aus, auch, muss ich sagen. Und wenn jemand anfängt zu schmatzen, dann heißt es, dass er ein bisschen nervös ist. Ja, wirklich. Ja, also real talk. Echt? Ja, ernst. I'm sorry. Ernst sogar. Ich bin nervös, weil ich dich nicht sehe. Okay. So, fertig. Du kannst mich spüren, wenn du willst. Das ist gar kein Problem. Wenn sich das schön anfühlt, natürlich. Fühlt schön an, deine Hand zu halten, ja. Ich habe einen Jogger an. Okay, was sagst du zu ihrem Outfit, Bro? Und zeig mal dein Outfit. Ja. Für die Leute. Du siehst es ja geil. Ach so. Obwohl, du kannst auch theoretisch dein Outfit angucken, so halt aber nur unten gucken. Nee. So. Hat er wirklich jetzt Jogger an? Ernsthaft? Ja, schau. ich habe einen weiß-grauen Nike Jordan Jogger. Check mal die Cap, mein Bruder. Was hast du oben an? Ja, Hose ist von Bershka. Ich. Wie findest du Bellas Outfit? Steh noch mal auf. Nein. Hä? Nur wenn blöd. Ja, sorry, dass ich. Ja, ich sehe nichts. Entschuldigung, gut. Ich hab. Die halten sich fest. Wo bist du? Ja, ich bin hier. Dreh dich einfach einmal. Okay, nice. Bro, hat sie zum Dönerspieß gemacht, ey. Willst du schneiden? Ja. Warte, wir müssen hier. Ich bin da. Ich helfe dir, Bro. Shotgun. Okay. Chill langsam. Okay, ich muss meine Brüste festhalten. Warte. Ja, alles gut. Nee, nicht alles. Daniel. Okay. Was ist passiert? Ich hab mich wieder der setzt sich so. Ich hab mich so hingesetzt. Das ist krass, Alter. Ja, warum hältst du die ganze Zeit deine Brüste fest? Weil ich Angst habe, dass sie rausploppen. Okay. Ja. Offscreen. Bitte? Nix. Ah, okay. Ich dachte schon. Ja, cool. Willst du irgendwas wissen? Aber bist du schon fertig so? Was hast du? Brauchst nichts mehr in einer Beziehung, oder? Na, keine Ahnung. Was ist denn jetzt so dein Motiv in eine Beziehung zu gehen? Also bist du ready für eine Beziehung? Ich bin absolut ready für eine Beziehung. Aber, also ich bin so an sich nicht auf der Suche nach einer Beziehung. Okay. Weil ich sowieso schon übel viel Stress habe.
Ne? Zeitlich jetzt meinst du? Ja, genau. Also, ich arbeite ja Vollzeit und dann mache ich noch nebenbei TikTok und Instagram. Das ist harte Arbeit, ne? Sehr harte Arbeit. Also ist auch, würdest du sagen, es geht ja nicht nur um die Videos, ja? Aber auch, dass ich halt viel unterwegs bin. Aber würdest du sagen, TikTok ist härter als so Baustelle 11 Stunden? Nein, Bro, hä? Das, bist du doof? Das ist so dumm. Ich hab so überhaupt, dass du einfach ja sagst. Das wäre schon wieder so krass. Oh mein Gott. Ja, aber wie findest du zurzeit den Vibe so? Wie matcht das? Wen fragst du? Dich jetzt. Also. Ja, die weiß ja nicht, ob du sie ankommst. Ja. Ich guck dich an. Ey. Okay. Sorry. ist schon ganz gut, aber für meinen Geschmack ist er noch zu uninteressiert an mir. Ja? Wow, Goody! Ladies first, deswegen. Mhm. Ich habe ja gerade erst angefangen mit den Fragen. Hä? Ich hab schon gefragt, woher du kommst. Aber das sind diese Stani-Fragen. Ja, lass mich doch mal fragen! Ja, okay! Voll langweilig jetzt. Hey! Okay. Langsam jetzt, ja. Okay. Ja, was ist dir wichtig bei einem Mann? Auf was achtest du? Die Größe, Spaß. Ja, okay. Nein, ja. Da bin ich auch schon wieder raus. Bist du raus, ne? Da bin ich raus, Digga. Egal. Nein, Mann, aber halt so, ich finde es wichtig, dass er ready ist, irgendwann auch ein Dad zu sein. Und ich meine, Dad, kein Daddy. Kein Daddy? Nee. Okay. Also ist er ja dann schon im Prinzip, aber für mich, aber halt ein Dad später. Und dass er halt, wie gesagt, so Gentleman ist und keine Ahnung, was ist mir wichtig in einem Mann? Halt, dass er aufmerksam ist und mich liebt, so wie ich bin und auch meine Macken akzeptiert. Das würde ich auch so unterschreiben. Wie sieht es bei dir mit Humor aus? Wichtig. Aber nur, also dass er matcht. Dass er matcht. Okay. Okay. Also du hast bestimmt auch eine spezielle Art von Humor, oder? Ja, ich glaube, das kristallisiert sich heraus hier in dem Kristallisieren, krass. Einfach erstes krasses Wort. Bro, studiert, ernst. Normal. Musikgeschmack, Cody, was hörst du? Bella, was hörst du? Cody, fang an. Warte, ich habe noch mal kurz eine Frage hier. Frag mein Bruderherz. Weil Größe dir ja wichtig ist. Ja. Gib mir kurz deine Hand. Kurz. Oh Gott, nein. Nein, alles cool. Ich will nichts berühren, was. Nein, mein Gott. Den Fehler hättest du gerade fast gemacht, ernst. Also, spürst du das hier? Würdest du sagen, das ist groß? Hä? Willst du mich verarschen? Was? Das sind doch so. Was sind denn das? 20? 20 Zentimeter. Nee, geh mal weg. Das ist klein. Das ist klein? Ja. Bist du jetzt gebrochen? Hm? Ich weine. Wir kriegen das alles hin. Ui. Und was ist damit? So ein Handy ist das. Nee, ich meine nicht so, sondern ich meine jetzt. Ach, du meinst. Also so nur, weißt du? Also hier die Seite. Okay. Ja. Gut. Unangenehm. Jetzt. Ja. Gut, ich hör Deutschrap, so Reezy und sowas in die Richtung. Auf jeden Fall. Bin ordentlich! Okay. Ordentlich. Weißt du so, Ashraf hat mir Twackies geschickt, ich wurde 6-mal gerippt und das waren 6 verschiedene Chicks. Nimm mit wegen meinem Duft. Ich nach Tom. Fort und nach Kurs. Sowas? Okay, stark, ja. Aber vermehrt R&B auch. Feier schon nochmal. R&B? Chris Brown und so? Kannst du singen? Hä? Kannst du singen? Ja, ja. Sing mal was von Chris Brown. Von Chris Brown jetzt? Ja. Ich kann nicht so gut singen. Under the Influence. Hau raus. Echt? Krass. Mach mal Karaoke an. Kannst du den Text irgendwo mal... Mach Karaoke an. Ehrlich? Safe. Wenn du singen kannst. Fist full of diamonds, hand full of rings. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Zack! Okay. Das ist mutig, das ist stark. Aber warte mal kurz. Wir haben hier 2 Kandidaten. Singst du? Ich bin hier, hallo, so. Keine Angst. Ja? Kannst du singen? Jetzt musst du aber auch was singen, ernst. Nee, aber ich kann doch nicht. Du kannst aber singen, so ein Text, ein Lied, was du fährst. Ah, die kann nicht singen, wenn ihre Augen verbunden sind. Ja, ich bin... Okay, so, wenn ich dir jetzt die Binde abmache, kannst du dann singen mit dem Text? Aber ich weiß nicht, welches Lied. Ich muss mich vorbereiten. Okay. Aber jetzt ernst, singst du so in der... Ja, ja. Ehrlich? Ja, ja. Wow, das finde ich sehr, sehr sexy, ehrlich. Echt, ja? Unnormal, weil also ich liebe Musik, ich liebe R&B. Mhm. Und ich höre ja dementsprechend dann viel Gesang. Liebst du R&B auch, Bella?
Ich liebe auch R&B. Was sind so deine... Ja, ich liebe auch R&B. Ja, Bruder, letztes Mal hast du voll rumgeheult als Champion. Ja, mach mal. Okay, Bella, ich kann dir ja die Binde jetzt abnehmen eigentlich. Okay. Aber dann erwarten wir hier was von dir, ne? Was soll ich erwarten? Okay. Meine Reaktion jetzt, oder was? Ja, natürlich. Oh mein Gott. Oh, ey, Daniel. Alles gut? Warte mal. Nee. Du kannst abmachen. Ja, meine Wimpern. Zeig mal. Siehst du das? Ja, alles gut. Was denn? Ist die reingefallen? Zeig mal. Ist die dran? Ja, ja. Ja? Ja, alles gut. Warte, Nein. Ich mach, guck hier. Das geht. Oh, Mann. Oh, ja, wenn du willst, kannst du unterm Tisch bleiben. Warum? Nein, positives Warum. Was? Warte, warum? Positives Warum. Chill. Warum ist crazy? Oh, scheiße. Komm her. Du bist wirklich groß. Guck uns euch deine Hälfte und Brustschein jetzt. Oh, okay. Ey, du bist weich. Ja, das ist mein Schön. Ding. So weich ist auch nicht. Ja, was geht ab? Yeah. Kann ich dir ein Funfact raushauen? Hau raus. Leute, ich hab Bella mal angeschrieben tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Die einzige Frau, die ich angeschrieben habe. Die einzige Frau, ja. Gestern. Hab... Ja? Nein, nicht gestern. Nee. Ist länger her. Ja, ist länger her. Ist länger her. Ich hab die angeschrieben, wir haben ein bisschen geredet so. Hast du geantwortet? Ja. Ja, wir haben geschrieben. Ich hau auf den Sound zu sprechen. Voll sauer, sonst okay, Peter. Cool. Bitte nicht, ja, und dann, was ist dann passiert, Bella? Ja, dann hast du dich nicht mehr gemeldet. Also Leute, ganz kurz, ihr müsst euch vorstellen, er hat mich geghostet. Er hat mich geghostet. Hä? Mein Bruder. Hä? Weißt du warum? Nee. Weil Daniel gesagt hat, ey, das ist schon wieder Quatsch. Sag. Das ist mein Chaya und so. Stimmt. Ich sag's meine Perle. Ja, sie sagt's meine Perle. Und warum hast so du Brüder, dein Bruder. Kann ich jetzt was droppen? Was? Warum hast du dann heute angerufen? Ha, weil ich wusste, dass du heute Gast bist. Deswegen. Achso. Ja. Ich habe mich heute aber wieder gemeldet. Ja, real talk. Weil dann kam sie mir wieder. Dann kam sie mir wieder in den Kopf. Ja. Dann kam sie mir wieder in den Kopf, ja. Ey, und Bella hat gesagt, yo, ich mach heute bei Daniel mit und so. Und ich hab voll das Gefühl, dass du das bist heute. Ey. Und dann hab ich gesagt, ich bin das nicht. Ich hatte sie hat mir auch den ganzen Tag gesagt, ich so, nein, ist nicht Cody und so. Cody, ich sag es nicht. Ich sag einfach, ich bin das nicht, aber ich weiß, wer das ist. Derjenige, der kommt, ist auch schwarz. So. Ja, einfach so. Einfach so, ja. Ich wollte reinkommen und meine Stimme eigentlich so überstellen. So, ne? Aber ich hab's gehört. Ich wusste, dass sie das direkt checkt, dann, wenn ich rede. Ja, normal, ich wusste auch. Aber trotzdem, ich fand, aber warte mal kurz. Jo, was geht? Mein Name ist... Voll schlecht, als ich hätte selber Angst. Aber warte mal kurz. Wir kriegen eigentlich jetzt noch eine Standpauke von dir. Eine Standpauke? Weißt du, was eine Standpauke ist? Ein Lied. Achso. Hä? Weißt du, was Standpauke ist? Eine Standpauke ist was ganz anderes. Wenn ich ein Catfish? Das würde mich voll interessieren. Nein, gar nicht. Du bist genau. Ist sie ein Catfish? Ja, schon. Also, ja, ein bisschen. Was? Ja, ein bisschen halt. Also, siehst du auf Insta und so, siehst du besser aus, finde ich. Die ist kein Catfish. Was? Ey, Cody, lass mir Licht in Ruhe. Ein Catfish? Also, ein bisschen, Digga. Nichts Schlimmes. Ich würde dich trotzdem schwören. Kannst du mal was sagen? Die ist kein Catfish, Bruder. Hallo. Was? Ja, okay. Alter, die ist kein Catfish. Ja, nee. Letzte Chance. Ist kein Catfish. Nee. Letzte Chance. Du bist kein Catfish. Okay. Du bist kein Catfish. Ja, hat erledigt. Er kann eigentlich halt auch jetzt schon gehen. Scheiße, Alter. Catfish. Ey, Leute, wisst ihr, was das Krasse ist? Dass diese Lippen nicht gemacht sind. Ach du Scheiße. Nicht gemacht? Mhm. Alter. Naturlippen. Ja, okay, cool. Ja, okay, chill. Kannst deinen Catfish nehmen. Ja, was bist du so frech jetzt hier? Ich bin frech? Ja, erstmal sagst du, dass das nicht groß ist, Digga. Das ist auch nicht groß. What the fuck, Alter? Ja, es tut mir leid, wenn ich dich verletze. Meine Sache ehrlich, jetzt werden wir eben so voll excited. Ist die Catfish oder nicht? Wir haben Spaß gemacht. Nein, alles gut, wenn ihr das dann... Nein, wir haben wirklich Spaß gemacht. Ich wollte Nein sagen, aber er hat so gemacht, deswegen. Wir wollten nicht sagen. Ja, cool. Ja. Boah, sauer. Du bist eine ziemliche Diva, Alter. Sag ich ehrlich, jetzt bin ich gekränkt. Nein, der macht wirklich Spaß. Was soll ich fragen, Alter? Oh. Was bist du für ein Sternzeichen, Schatz? Schatz? Ich rede mit dir, Bruder. Löwe. Ich rede mit Daniel. Ach so, schön. Jungfrau, nein, bitte. Nicht mehr, nein. Das ist aus wie gedroppt. Weiß man schon. Ist schon. Echt? Ja. Ich hab schon gedroppt.
Leute sagen zu mir, Crow, das Genie, denn er float wieder wie dieser Hover und außerdem baut er die Beats. Das ist. Yes, oder was? Ja, warte. Crow, das Genie, denn er float wieder wie dieser Hover. Ist das ein Leak? Hey! Rein! Okay? Pennymarkt. Ey! Herzlich willkommen, ich bin Pennymarkt. Ey! Es ist hey, mein Bruder. Au! Und jetzt macht mal Lärm für Reezy! Komm ran, mein Bruder, komm ran! Special Guest, let's go! Das wäre hart. Boah, das wäre hart. Rahim! Rahim, das schieben, Bruder. Der ist da halt, man sieht ihn nicht. Der ist schüchtern. Ihn. Bro, ist schüchtern. Ja, er schämt sich. Ah, ich hab Angst. Ich hoffe nicht, dass der Make-up, ne? Ja, eben. Ich hoffe nicht, dass du deine Maske. Ich hoffe, du f***st nicht. So horny gerade, Digga! Warte mal, könnt ihr mal W's im Chat! Digga, ernstes? Nice! Thank you. Ich hab voll Schiss gehabt. Warum denn? Okay. Du hast eigentlich hast du den Kuss verdient, ich sag dir so, wie es ist. Von wem jetzt? Von mir. Ah, oh, ja. Vielleicht später.